Im heutigen Video dreht sich alles rund um den nächsten Collectible Drop. Außerdem gehen wir auf einen sehr spannenden Kommentar von David Yu ein, um das Viviverse. Sehen wir das Ganze noch 2022? Diese Fragen und sehr viel mehr Themen jetzt in diesem Video. Moin moin und willkommen Leute, ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit diesen wirklich sehr sehr spannenden Themen, unter anderem wie gesagt auch das Viviverse mit dabei, worüber wir definitiv diskutieren werden. Und ansonsten, wenn dir natürlich mein Kanal gefällt und du in Zukunft keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann abonnier auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, dann verpasst du da draußen definitiv keine News. Und jetzt würde ich sagen, starten wir aber direkt rein auch mit dem ersten Thema. Und bevor das ganze Video jetzt losgeht, möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch etwas vermerken, und zwar nämlich der letzte Gewinner hat ja auf jeden Fall sein T-Shirt bekommen, und ich werde das letzte T-Shirt für euch da draußen, ein Selfmade Vivi T-Shirt mit Unterschriften David Yu, Rescalern, Daniel Crothers und Hello K verlosen. Das ist das letzte T-Shirt, was ich überhaupt noch habe und was ich da draußen für euch auf jeden Fall als Giveaway noch parat habe. Deswegen sei auf jeden Fall am Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit am Start im Stream. Dort werde ich zusammen mit dem guten Chris und einem weiteren Comic-Experten einen Stream machen, und dort wird natürlich Hauptthema Comics sein, aber wir werden dort auch das Giveaway verlosen. Ich denke mal so gegen 20.30 Uhr in etwa werden wir das Ganze verlosen. Deswegen sei auf jeden Fall am Start. Ich packe dir den Link unten in die Beschreibung. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber richtig los mit den richtigen Themen. Und das erste Thema ist direkt auch erstmal sehr, sehr groß. Nämlich geht es um das Viviverse. Und hier gibt es ja schon einige Spekulationen. Sehen wir das jetzt doch noch 2022 oder nicht? David Yu hat uns eine sehr, sehr schöne Antwort gegeben, die, glaube ich, jeder da draußen sehr, sehr gerne hören möchte. Und ich würde sagen, ich spüre euch das einfach mal ganz kurz vor. Don't quote me on it. I do believe that's where we're going to show the first glimpse of the Viviverse. Wow, so basically, everything you guys have talked about, dream about, it's going to be, hopefully there will be a live demo. If it's not real footage, it will be experiment that you guys can be part of. Don't quote me on it. I do believe that's where we're going to. Man hat es wahrscheinlich nicht zu 100% verstanden, aber es ging im Großen und Ganzen darum, dass nämlich zu der D-Con in Anaheim anscheinend die erste Version des Viviverse auch für die Leute, die auf jeden Fall dort sind, beziehungsweise Vivi wird das Ganze dort präsentieren. Und das ist sehr, sehr spannend, denn die erste Version des Viviverse ist, muss ich jetzt mal so die Spannung nehmen, ist nicht das, glaube ich, was viele Leute unter einem Viviverse verstehen. Das große und ganze Prinzip der ersten Phase wird erstmal sein, dass man zum Beispiel in andere Showrooms gehen kann. Das heißt, dass ich einer Person einen Link zukommen lassen kann, der kann dann wiederum mit diesem Link in meinen Showroom kommen, und wir können da zum Beispiel einfach mit unseren Collectibles zusammen interagieren. Also da gibt es erstmal sehr viele Möglichkeiten in der Hinsicht, und irgendwann, ich gehe mal stark davon aus, vielleicht im Laufe 2023, wahrscheinlich aber eher 2024, werden wir dann wirklich richtige Schritte eines Viviverse sehen. Wie das Ganze dann aber wirklich aussehen wird, da müssen wir uns erstmal gedulden. Ich kann mir tatsächlich aber sehr gut vorstellen, dass es eher in diese Richtung von Augmented Reality Viviverse gehen wird. Das heißt, dass man seine Collectibles mehr ins Augmented Reality mäßige mit einbinden wird und nicht auf diese Schiene geht, dass man zum Beispiel auf seinem PC in den Viviverse geht und dann dort seine Collectibles überall platzieren kann, oder beziehungsweise in ein Virtual Reality Metaverse geht, wo man dann nur mit seiner VR-Brille reinkommt. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es sich eher in die Augmented Reality Richtung bewegen wird, weil das einfach am Anfang auch sehr viel mehr Akzeptanz geben wird als Virtual Reality, weil das einfach sehr viel greifbarer auch für die Menschen ist. Aber du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, was du denkst. Sehen wir dieses Jahr noch die erste Version des Viviverse, oder wird es leider wieder etwas, was nach hinten verschoben werden muss? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung. Als nächstes habe ich einen sehr interessanten Post wieder gefunden, und zwar hat hier nämlich jemand Wakanda Forever Movie Poster wieder gefunden, beziehungsweise zu Wakanda Forever wird es anscheinend wieder Filmposter geben, leider nur wieder in den USA, und das Ganze wird tatsächlich etwas komplizierter sein. Also wer da auf jeden Fall als Europäer hofft, mit irgendwelchen Tricks dort auf jeden Fall sich auch ein NFT Poster zu holen, es ist deutlich schwieriger geworden. Ich habe mir das leider jetzt nicht genau angeschaut, ich habe es nur einmal kurz überflogen gehabt. Das heißt, jeder, der auf jeden Fall dort aus den USA kommt, der hat auf jeden Fall die Möglichkeit, beziehungsweise wenn er dort jemanden kennt, der kann das Ganze dann irgendwie machen. Ansonsten wird das leider schwierig, aber ich finde, es ist wieder ein sehr guter Einsatz. Wir sehen hier auf jeden Fall deutlich mehr Zusammenarbeit mit Marvel und auch Vivi,
was solche Filmposter angeht. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es hier auch ein Teil schon mal ist zu einer Marketingstrategie, dass sie einfach schauen, wie läuft das an, was können wir noch verbessern. Also dass es einfach eher momentan so ein bisschen probieren ist, zu schauen, wo kann man auf jeden Fall noch hier etwas rauskitzeln und dass es dann in Zukunft für größere Events auf jeden Fall auch deutlich größer aufgefahren wird und dann natürlich auch deutlich professioneller und besser läuft. Außerdem habe ich eine ganz kurze kleine Empfehlung für euch da draußen, und zwar, wer gerne Podcasts hört, der kann sich auf jeden Fall den letzten Podcast von Edge of NFT anhören, wo Daniel Crothers, unser COO, zu Gast war. Das heißt, wenn du einfach noch mal ein bisschen einen entspannten Podcast zu Vivi anhören möchtest, packe ich dir auf jeden Fall den Link unten in die Beschreibung. 007 ist zurück auf Vivi und dieses Mal zum 60. Geburtstag von Bond, von diesen Bond-Filmen, und das ist erstmal sehr, sehr cool, und wir sehen das Ganze hier in Zusammenarbeit mit MGM und E.ON. Das Ganze wird natürlich hier in diesen sehr altmodischen Postern droppen. Wir werden insgesamt die erste Serie hiervon sehen. Der ganze Drop wird am Mittwoch um 21 Uhr deutscher Zeit im Blindbox-Format stattfinden. Das heißt, wir sehen hier mehrere Poster. Wie viele es dann sein werden, steht hier tatsächlich leider nicht mit dabei. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier zwischen 4 bis 5 Postern sehen werden. Wahrscheinlich als Secret Rare Edition und auch mit einer relativ geringen Auflage. Wir können uns das Ganze hier auch mal anschauen. Ich persönlich finde das sehr, sehr cool und ich bin auch wirklich immer überlegen, je nachdem, wie teuer das Ganze dann im Markt sein wird, beziehungsweise wie hoch der Listpreis sein wird, ob ich da mitmache oder nicht. Was jetzt aber tatsächlich etwas anderes ist, was sehr viel Aufruhr gesorgt hat, ist tatsächlich Quid. Und hier ist nämlich jetzt die Frage, haben wir es hier mit FAs zu tun, das heißt mit First Appearance oder mit einer anderen Rarität, beziehungsweise ist das auch eigentlich ja nicht mehr FA überhaupt auf der Blockchain, denn Quid hat hier tatsächlich schon NFTs von diesen Collectibles. Die Frage, die sich mir nur hier einfach gestellt hat, ist, sind das wirklich lizenzierte Collectibles, die sie hier präsentieren? Und wenn man sich das Ganze mal hier anschaut, zum Beispiel dieses Collectible, dann steht hier zwar, dass das gesetzlich auf jeden Fall in irgendeiner Weise rechtlich abgesichert ist, aber inwiefern das jetzt wirklich die Lizenz ist, die dahinter steht, weiß ich persönlich nicht. Hier steht nämlich nichts von MGM oder E.ON. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze eingestuft wird, beziehungsweise was auch David Yu dazu zu sagen hat. Denn der ist ja mehr oder weniger hier auch, der sich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen muss. Und Quid ist ja mit unter anderem einer der Konkurrenten, würde ich jetzt mal sagen, von Vivi. Ich würde das jetzt nicht wirklich als Konkurrenz einstufen, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine Plattform bzw. ein Marketplace, der ähnliche Sachen macht wie Vivi. Meine persönliche Meinung ist dazu eher unwichtig, aber das ist auf jeden Fall ganz kurz der Konflikt, einfach den wir haben. Ich bin sehr gespannt, was auch David Yu, wie gesagt, nochmal zu sagen wird, denn das ist eine Sache, die ich persönlich etwas schwierig finde zu handhaben. Und an dieser Stelle war es das tatsächlich auch schon wieder mit diesen ganz kurzen News. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video auch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Cap. Ciao, ciao.